Guten Morgen, guten Morgen. An diesem letzten Tag in der Woche. Ich bin ganz froh, dass es Freitag ist heute und freue mich auf ein Wochenende und ein bisschen Ausschlafen und Gemütlichkeit und was sich sonst mir noch alles in den Weg wirft. Vermutlich auch ein paar Erledigungen, aber so ist es. Ich habe irgendwie nicht gut geschlafen und fühle mich deswegen heute nicht so super fit, was mich eigentlich ein bisschen ärgert, weil ich möchte ja gerne heute einen super Lerntag einlegen und ich habe jetzt irgendwie schon ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht dazwischen stehen könnte. Aber gut, ich werde es trotzdem probieren und ich bin auch eigentlich motiviert. Also ich hatte vorhin auch so ein Gefühl, geil, ich packe es heute an. Ich verinnerliche heute nochmal alles so aus den letzten Wochen. Und so werde ich jetzt auch anfangen. Und zwar werde ich mir die Sachen von gestern einprägen und lernen. Und dann um 11, also in einer Dreiviertelstunde, wird es einen Termin geben zu einem HR-Thema, das ich gerade nicht mehr weiß. Aber ich fand es ganz interessant und deswegen will ich mich auf jeden Fall da auch gerne einwählen. Der geht 1,5 Stunden. Und dann werde ich danach weitermachen. Also heute Nachmittag steht dann quasi im Zeichen der Wiederholungen von Lektion 1 bis 4. Und dann werde ich ja wieder bei der Lektion 5, die ich mir dann jetzt gleich reinziehen werde, ankommen und kann dann gleich wieder testen, wie das alles noch so up-to-date ist. Also wirklich ein reiner Lerntag. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich am Montag den Test machen, mit einer kleinen Pause dazwischen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, um auch ein bisschen zu checken übers Wochenende, 2 Tage, sich nicht damit beschäftigen, was macht das jetzt mit dem Input. Und dann habe ich nur noch 2 Kapitel. Das finde ich ganz toll. Das spricht ja dann auch dafür, dass ich da nächste Woche gut fertig werde. Ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, 2 Tage für ein Kapitel mit wirklich auch Lernen. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Und so sollte es dann auch weitergehen. Von daher, nach dieser Berechnung wäre ich am Donnerstag durch. Und habe jetzt auch rausgefunden, dass quasi an diesem nächsten Samstag, also morgen in einer Woche, gar keine Klausur angeboten wird. Die wird also erst am 9. angeboten. Das heißt, dann hätte ich noch eine Woche, um nochmal zu wiederholen, zu lernen und hatte mir schon ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich dann noch machen möchte. Ja, wie wird sie, wenn ich irgendwie auch schon so ein bisschen den Drang habe, will ich wirklich dann noch eine Woche warten und das irgendwie weiter in die Länge ziehen oder probiere ich es vielleicht doch mit dieser Online-Klausur? Vielleicht mache ich einfach mal diese Testklausur, die angeboten wird, wo man mit dieser Technik wohl auch ein bisschen ausprobieren kann. Das wäre wahrscheinlich auch sinnvoll. Das werde ich nächste Woche mir dann alles mal anschauen. Und dann, ach verrückt, wieder ein Modul rum. Aber gut, noch sind wir nicht da, aber wir kommen der Sache näher. Von daher, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So. Dann starte ich jetzt aber mal los, weil so viel Zeit ist ja jetzt nicht mehr und ich möchte gerne noch ein bisschen mein Gehirn ein wenig updaten quasi und mir die Inhalte merken. Also dann, bis später!